Hallo und herzlich willkommen zu Olas Demis. Ja, ich habe mir erstmal nichts verdacht bei dieser Custom Story, aber als ich mir dann die Beschreibung im Forum durchgelesen habe, dachte ich mir Jumpscares. Und wahrscheinlich professionell, nicht sowas wie, ich sag jetzt nicht House of Creed, das war ja auch geil, ne, aber ich glaube, das hier wird anders und schlimmer sein. Irgendwie habe ich so das komische Gefühl. Also fangen wir mal an. House of Creep war ja eher so funny und so, ne, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Na, da gucken wir mal. Das wird ja richtig spaßig. Laden. Der Ladebildschirm. Das ist extrem spannend. Das Lustige ist, in der Aufnahme sieht man dann nur diesen Bildschirm von der Dingens. Von irgendwas. Ist nicht schön hier. Ach du Scheiße. Ja, das geht ja hier super los. Frau Olaf. Can't live here anymore. I'm sorry, I know you don't believe. Jetzt wird's hier richtig eklig, glaube ich. Ach du Scheiße. Das ist keine seriöse Map mehr. Das ist hier so nur noch auf Leben und Tod. Komm. Fuck, ich habe keine Lust hier, ey. Ich will das nicht spielen. Ich glaube, das ist hier so richtig professionell Jumpscare-mäßig. Bücher, die wir nicht rausholen können. Bumm! Das übernehme ich selber, das kaputt zu machen, ne? Das muss das Skript nicht machen. Schränke sind auch nicht schön. Ich weiß, dass Schränke nicht schön sind. Kartoffelsäcke. Tolle Dingens. What the? Ja, so war es ungefähr, habe ich mal vorgestellt. Genauso nicht anders. Wir haben volles Ölbad, gut. Und hier kriegen wir noch mehr Öl geschenkt. Einfach so dazu. Hier gab es aber zwei Türen, ne? Ja. Was geht's hier ab? What's up? Hier wird doch was passieren, hier ist alles. Ach, hallo. Ja, da passiert auch was. Ich habe Angst bei jeder Kleinigkeit, die ich hier aufsammle. Boah. Muss man auch Angst haben hier. Ich glaube hier, das ist schon ziemlich verrückter Schrank. Gut, das wurde nicht so übertrieben wie House of Creed gemacht. Das wird alles, was du aussammelst, irgendwas verbindet. So, man, es passiert seltener und unerwartender. Das finde ich schlimmer. Wenn die ganze Zeit irgendwas passiert, dann wird es irgendwann, ja, aber so. Die Tür geht gleich kaputt und da kommt uns das gleich was angeschossen. Ach ja, wir haben Schlüssel, ne? Hä? The key to a hidden door. Ah ja. Also hierfür nicht. Hier einfach nur, ne? Spaß haben. Wo ist denn wo ist eine Tür? For a hidden door. Eine versteckte Tür. Hier doch nicht. Hier, die war offen. Ja, hier, ne? Vielleicht. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Aha! Doors locked. Dann raus hier. I hate to say this, but be prepared when you enter. Really, oh Gott. Scheiße. Das ist viel zu ruhig. Ah, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Überhaupt nicht. Ah, hallo. Ich will euch einfach nichts tun. Bah, ich habe überhaupt kein gutes. Ach du Scheiße. Ich gehe hier drauf. Ich glaube, ich gehe hier drauf bei dieser Custom Story. Echt. Es wird gleich völlig irgendwas völlig Unerwartetes passieren. Richtig schlimm. Gott. Ich
will hier gar nicht hin. Ich schleiche hin und... Ja, jopp, jopp, jopp. Puh. Oh mein Gott. Gut, also wenn das Monster in Schränken sind, dann ist es ja irgendwie auch... Ich plane jetzt hier irgendwas unerwartet. So, Share, ne? Stuhl, du beschützt mich. Ja, ja, dreckigen. So, ohne Deckel sieht ja auch schon viel harmloser aus. Ach, natürlich geht's hier lang. Ach, hier will ich ja gar nicht. Ey, mein Fuß, warte, ich muss mich mal anders hinsetzen. So. Ich will gar nicht sehen, was vor mir ist. Ja, Öl, Laudanum. Hula, la. A lost key. Zunderbüchse. Kohle. Guck mal, wir haben Kohle gefunden. Hallo, 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 hallo. Ich möchte bitte raus. Ich möchte raus. Eigentlich möchte ich gar nicht hier hin. Ich möchte einfach nur noch hier. Eiserne Jungfrau, du wirst mich erschrecken. Du wirst mich erschrecken. Ey, nein, 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 nein. An old key. Oh mein Gott. I found a gallery. Maybe I can open the door. Ja, das ist passiert. Gut. Gut, dann werden wir einfach nur noch hier, ne? Jetzt werden wir nur noch... Einfach nur noch ganz aus Prinzip nur noch schleichen. Hier ist der Over Center. Doch nicht. Bis jetzt war er immer hinter sowas. Hat man ja eben auch gesehen, ne? Ja, ein bisschen glitchy, ne? Was ist da? Warum ist hier so... Hä? Das ist ein bisschen glitchy. Naja, ist ja auch keine seriöse Map. Wo kamen wir her? Da kamen wir her. Das weiß ich noch. Ganz genau. Nehmen wir zwei Schüsseln. Lost Key. Keyword lost for a few years back. Small... No for... Ja. Gut. Ne? Was soll der quatschen hier? Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Wir haben jetzt einen Keller. Ja, the door's locked. Gut. Dann eben halt gehen wir wieder zurück, ne? Hier geht's ja noch mal weiter, ne? Ach ja. Gut zu wissen, dass man hier noch mal zurück kann, aber ich glaube, hier haben wir alles. Nee, wir müssen hier lang. Wieso ist das ja nicht alles wieder normal? Ja, gut, dann... Boah, jetzt mach doch mal, hier geht doch einfach nur durch. Bäh. Gut, ich möchte einen Schlüssel haben. Finde ich sehr nett, wenn man mir sowas geben könnte. Aber hier muss ja irgendwas sein, ne? Weil sonst hätten wir keinen Schlüssel dafür zurückbekommen. Hier ist ja auch alles wieder im Ursprungszustand. Ach ja, das waren diese komischen Bücher, die nicht gehen. Hallo, ist hier irgendwas, irgendjemand, irgendwas neu? Nein, einfach nix hier.
Wieso ist hier einfach nichts mehr? Das ist doch doof. Oh. Vielleicht hier hinter irgendwas. Hm, vielleicht auch bei einem anderen Schrank da hinten was. Unter was. Nö, hier ist nichts. Gut, vielleicht geht auch einfach jetzt die Tür hier oder hier passiert irgendwas, man weiß ja nicht, ne? Ich glaube aber irgendwie nicht. Ich glaube es einfach nur nicht. Und ich habe wieder Schnupfen. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben noch den alten Schlüssel. Den haben wir nicht verloren. Aha. Wahrscheinlich der ultimative Schlüssel. Mit teuer Korridorgang. Echt schön. Du bist nicht echt. Und hätte ich mich bewegen können. Schlüssel. Der Schlüssel geht, wir haben den ultimativen Masterschlüssel. Öl. So. Ich hab mal, aber deine Mastermacht ist gleich verloren. Vielleicht gibt's hier irgendwas? Nö, eher nicht. Oh doch. Vernunfttrank. Also großer Schrecken tut mich das bis jetzt hier gerade nicht so. Ja, ihr zwei. Ich weiß, dass ihr sehr... Ah, diese Metallschränke sind am schlimmsten. Olaf, ich ruhig ist. I think something is in our house. I mean, look at the dining plates. I'm so scared. I left something in this room that might... Ja, ich weiß. Ich weiß, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und warte, unser Masterschlüssel ist jetzt weg. Schade. Jetzt müssen wir in diese scheiß Schränke hier gucken, ne? Wo ich einfach keinen Nerv zur scheiß Schränke. Der Schrank ist schon mal sicher. Wie schön. Da passiert doch was. Ach ja, da ist ein Foto. Na. What was that sound? Ja, das war ein Monster. Du siehst hier tausende Monster und dann, wenn da einmal so ein Geräusch kommt, dann wundert er sich, oder was? Na sicher. Ich ahne was. Das Ding mit einem Bonnie. Weil Bonnies haben ja auch so eine Rüstung, ne? Und der hat auch eine, das wird doch hier alles so... Es ist schon unschön hier. Ist ja nur ein bisschen übertrieben, ne? Ist überhaupt nicht übertrieben hier mit den ganzen Viechern hier. Das ist nicht schön hier, muss ich einfach mal sagen, ne? Ich muss es einfach sagen, das ist kein... Das ist schon... Nein! Rennen. Ja, rennen. Einfach rennen. Mal gucken, ob das Viech jetzt kommt. Es ist weg, gut. Kann ich auch mitleben. So, dann gehen wir einfach wieder normal weiter. Ich will jetzt hier nicht so... Ich glaube, ich brauche hier schon gerade ein bisschen Zeit hier gerade für den ganzen Kram, ja? Nein. Tut mir leid, aber nein. Oder nein, da war Öl. Da war Öl. Öl, ich brauche Öl. Gucken wir mal so, ne? Ja. So, jetzt habe ich hier, jetzt ist mir alles scheißegal, nur noch.
Ach, Mann, ey. Muss ja so kommen, ne? Phantom-Trank, da ist doch noch was drin, das sehe ich dann. So, Laudanum. So, alles schön hier. Jetzt muss ich alles schön reden irgendwie, ne? Ja, jetzt macht doch hier mal. Das ist so offensichtlich, ne? Meine Güte, so, jetzt kipp einfach um und dann will ich hier rein. Ja, ganz sicher, hier so ein ganz leerer Raum hier mit. Ja. Ich wusste. Komm, das war jetzt so offensichtlich, dass da was passiert. Ein ganz leerer Raum mit nur einem Schlüssel in der Mitte, ganz sicher. Ja, es ist kein Fass Öl mehr da. Das ist auch schade. Könnte ich heulen fast, ne? Das sind aber nur Monsters hier. Das sind keine irgendwie so Leichen kommen an dich angeflogen oder sowas. Hatte man nur beim allerersten. Einfach ganz so schnell wie möglich da rein. I hate to service, but prepared when you enter. Ja, schön. Super Bild mit seinem Feuerzeug. The door's locked. Ist ja schön, dass sie locked ist. Hallo? Nein. Erstmal hier, ne? Hier ist schön sicher und so, ne? Also möchte gern sicher. Hier, das wird auch nichts, ne? Nicht schön. Okay, also wir wollen nicht, dass wir hier rausgehen, ne? Ist ja eklig hier. War hier nicht gerade noch eine Treppe? Das war auch nicht hier alles war. Ich kann es einfach nicht glauben, was ich hier gerade mache. Modrig wird das, aha. Hier erlaube ich mal, ne? Schön, dass hier so viele Ölfässer rumstehen. Wer ist los hier? Your Trap hier in... Du bist da drin, ne? Da ist jemand. Wieso ist kein Nix in den Schränken los? Das verstehe ich nicht. Ich hasse solche Notizen, da muss ich einfach mal ehrlich sein. Ich glaube, sobald ich zurückgehen will, passiert irgendwas. Zunderbüchsen, lalala. Wir werden sterben, ne? Also, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Na! Super! Hohle Nadel, jetzt werden wir aber sterben. Jetzt werden wir ganz sicher sterben. Ganz sicher werden wir sterben. Darum lasse ich auch das Licht aus. Oh, ich sehe viel zu viel. Ich will gar nichts mehr sehen. Wäre mir am liebsten. Einfach mal gar nichts mehr sehen. Nein. Das ist auch nur Ölverschwendung. Sehen ist viel zu überbewertet heutzutage. Schalala. Jetzt können wir hier laufen. Noch mal ein bisschen, ne? Damit wir heute noch da ankommen, ne? So, jetzt könnte was passieren. Ich sag mal, es wurde spannend gehalten hier, ne? Na? So, wir lachen. Okay, I have. Ja. Du mit deinem Daumen und dein Feuerzeug ist sehr spannend und. Na, und Tornado ist weg. Und hier ist es um. Oh, hier sieht man viel zu viel. Oh, hier wird es schon wieder anders. Okay, die ist ruhig, nicht wahr?
Wieso sind die ruhig, die Türen? Tschüss. Bist du überhaupt echt? Ja, das ist. Das fies. Ne, also einfach nur wegrennen irgendwo. Ja. Wow, da! Ja. Mojo. A Prison Door Key. Oh, irgend so eine tolle Schlüssel. Ja, boom. Ha la 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 la, ist doch so schön der ganze Scheiß. Hier ist hier offen. Nein, abgeschlossen. Vielleicht hier der Schlüssel. Nein, natürlich nicht. Warte. Nix doppelt unversucht lassen, ne? Das ist auch nicht so. Dann hier. Ne? Stimmt. Yes. Alter Bulle, du. Bullerei hier. Ja gut, das wird wahrscheinlich richtig sein, denke ich mir mal einfach. So, ich habe mich jetzt an den ganzen Scheiße gewöhnt. Zunderbüchse und da in dem Schlüssel, in dem Schrank ist was. Ist nichts. Ich hasse diese Schränke, ne? Ich hasse Schränke in dem Spiel nur noch. Also langsam werden die echt eklig hier. So, wir haben keinen Schlüssel, aber wir haben einen Hebel betätigt. Vielleicht ist da jetzt irgendwas besser oder toller. Ja, ist einfach. Dieses Ding war elektronisch versiegelt, von daher. Ne? So, halt. Oh. Ich glaube, ich spiele auch schon recht lange hier, merke ich gerade. Ist ja auch egal, wir haben ja Zeit, ne? Ich habe genug Zeit, hier irgendwas zu machen. Komm, jetzt machen wir hier ein bisschen, ne? Ich möchte hier durch. Ich weiß doch hier, dass hier gleich ein ganzer Handbohrer rumliegt. Habe ich von Anfang an gewusst, dass dann genau ein Handbohrer liegt. Genau das, nichts anderes. So, hier sind Fässer. Ausschneiden, nö. Hier vielleicht. Nee, dann nicht. Dann lassen wir das mal sein. Wir sind ja auch noch nicht hier weitergegangen. Na, jetzt will ich hier nichts mehr sehen, ne? Es könnt ihr nachvollziehen, ne? Wir haben ja auch gerade. Ach, warte, hier haben wir sowas, ne? Alles. Ich benutze auch nie lauter nochmal oder sowas, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, ich habe euch auch lieb, ihr lieben Ritter. Ich habe euch ganz lieb. Dass diese ganzen Ritterrüstungen noch nichts machen, ne? Das wundert mich. Vernunfttrank. Ich bräuchte sowas von Real Life und nicht jetzt hier im Spiel. Laudanum. Mehr hier nicht, oder was? Das ist ein komischer Raum hier. Da möchte ich auch hier raus. Wieso geht das nicht kaputt? Gut, dann nicht. Gibt ja noch mehr Türen hier, ne? Ah ja. Jetzt ist ja mit einem Bohrer, ja. Gut. Dazu sage ich mal nichts, ne? Zum Glück habe ich gerade weggeguckt, ne? Was passiert jetzt? Das war Olaf de Mies. Wir sind wahrscheinlich freigekommen oder einfach nur gestorben oder irgendwas. Ich hoffe, es hat euch gefallen und okay, so schlimm war das jetzt auch nicht. Ich habe da mehr erwartet. Aber das sage ich ja immer nach jeder Custom Story, wo es irgendwie groß drauf angelegt ist, einen zu erschrecken. Naja, dann, man sieht sich im nächsten Video oder in der nächsten Custom Story oder was weiß ich auch. Tschüss.